Herzlich willkommen bei der Pressestunde. Ich begrüße Sie heute an einem eigentlich historischen europäischen Wochenende, möglicherweise dem letzten mit Großbritannien als Mitglied der Europäischen Union. Schon in den nächsten Tagen könnte der gefürchtete Hard Brexit tatsächlich passieren oder auch nicht. Wie geht es weiter? Darüber diskutieren wir mit Außenministerin Karin Kneißl. Vielen Dank, dass Sie in diesen außenpolitisch turbulenten Zeiten zu uns ins Studio gekommen sind. Guten Morgen, sehr gerne. Danke. Die Fragen stellt mit mir gemeinsam Thomas Seifert, der Chefredakteur, stellvertretende Chefredakteur der Wiener Zeitung. Er war viele Jahre im Ausland unterwegs als Krisenreporter, also ein echter Außenpolitik-Experte auch. Guten Tag. Frau Ministerin, die britische Premierministerin hat wieder einmal um Aufschub gebeten, diesmal bis Ende Juni. Am Mittwoch wird die Europäische Union an einem Sondergipfel über dieses Angebot entscheiden, verhandeln. Sind Sie für eine weitere Fristerstreckung oder ist Ihre Geduld mit den Briten auch langsam am Ende? Also das Thema We need more time höre ich seit Beginn 2018. Egal ob jetzt in den Begegnungen mit dem früheren Brexit-Minister David Davis, mit Boris Johnson oder damit seinem Nachfolger Jeremy Hunt. Ich habe dieses Argument We need more time an sich jetzt fast 16 Monate hindurch immer wieder gehört. Und am 25.11. wurde das Austrittsabkommen sowohl von britischer Seite als auch im Rat abgesegnet. Und seither warten wir auf den parlamentarischen Prozess in Großbritannien. Nach dem ersten Negativvotum am 15. Jänner hat sich für mich manches verdichtet in Richtung ungeregelten Ausgang, also ohne Austrittsabkommen, sprich Hard Brexit, weil ich mir damals gesagt habe, was man nicht in 2 Jahren verhandeln konnte, wird man nicht in 2 Monaten. Jetzt handeln, sprechen wir nur mehr von ein paar Tagen, um es ganz konkret festzuhalten, an sich bis zum Mitternacht, sagen wir mal, des 9. April, kommenden Dienstag, damit die Staats- und Regierungschefs, die sich am Mittwoch zusammenfinden, einen neuen Inhalt bewerten können und das vor allem im Lichte der Europawahlen. Aber wenn man jetzt ein bisschen zuschaut bei diesem Drama rund um den Brexit, hat man manchmal das Gefühl, dass es auch der Europäischen Union gefällt, aufzuzeigen, welche möglicherweise katastrophalen Folgen so ein EU-Austritt haben kann. Zweifellos. Also wir haben alles daran gesetzt, dass wir einen geordneten Brexit haben, dass ein Brexit stattfinden wird, das war klar. Und das, was im Rahmen der roten Linien, die ja die britische Regierung selbst gesetzt hatte, möglich war, auszutarieren, in ein Verhandlungspaket von fast 600 Seiten zu bekommen, das hat Kommissar Michel Barnier unseres Erachtens perfekt geleistet. In einem weiteren Schritt hatte man dann bereits am 25. November eine politische Erklärung, die auch nicht ganz kurz ausgefallen ist, in fast 30 Seiten, wie das Verhältnis zwischen Großbritannien und der Europäischen Union zukünftig zu gestalten sei. Jetzt sind wir wieder in der Situation, dass manches vermengt wird und dass man vor allem mit den Fristen eine Unsicherheit vergrößert. Wenn ich vielleicht kurz eingehen darf. Ist es Ihrer Meinung nach schon richtig und korrekt, dass die Europäische Union da schon streng ist jetzt mit den Briten? Absolut, weil die Briten wollten austreten. Sie wurden ja nicht sozusagen raus geekelt, sondern es war wirklich eine britische Entscheidung. Und es wurde ausreichend verhandelt. Es wurde etwas abgeschlossen, auch im Sinne von, jetzt sage ich mal, Pacta sunt servanda, einen Vertrag, den man ganz genau, wo viele Leute wirklich nächtelang, wochenendelang dran gesessen sind, das ist ja nicht irgendetwas. Ich vermeide persönlich auch immer wieder den Begriff Deal, weil für mich ist das kein Deal, das ist ein Vertrag. Das ist ein Austrittsabkommen mit all seinen juristischen und politischen Implikationen, die wohl durchdacht sind. Und man hat sich hier an die britischen Vorgaben gehalten. Jetzt, wo britischerseits man von einer Frist zur nächsten wandert, wackelt, entsteht natürlich eine gewaltige Unsicherheit, nicht nur für die Unionsbürger, in meiner Linie ganz besonders einfach auch für Wirtschaftstreibende. Weil viele Wirtschaftstreibende haben gesagt, wir rechnen zum Beispiel mit einem harten Brexit am 29. März, vor einer Woche. Wir fahren unsere Produktion runter. Wir gehen in Kurzarbeit, um abzuwarten, was kommt. Jetzt ist das Ganze vielleicht auf den 12. April verschoben oder eventuell auf den 30. Juni. Also für Wirtschaftstreibende ist das einfach eine gewaltige Unsicherheit. Frau Ministerin, vom Brexit zum Öxit. Sie wurden auf einem FPÖ-Ticket Außenministerin und der FPÖ-Spitzenkandidat Harald Wilimski
hat mal gesagt, ja, er könnte sich einen Austritt Österreichs ganz gut vorstellen, hat das in den Raum gestellt und jetzt will er davon nichts mehr wissen. Und jetzt meine Frage, glauben Sie ihm das? Also das, was ich feststelle, ist, ich würde sagen, so seit dem Frühherbst 2016, als für viele Beobachter, ob die jetzt in Österreich sitzen oder in den Niederlanden, weil wir kennen ja auch den Begriff Nexit, also wir haben eine Debatte ähnlich in den Niederlanden und in einigen anderen Staaten, da hat man laut den Eurobarometer-Umfragen festgestellt, Frühherbst 2016, da ist es immer klarer geworden für viele Wähler, aber auch für politische Proponenten, dass das von Ihnen angesprochene Thema in den Hintergrund gerückt ist. Und wie gesagt, Sie wurden auf dem FPÖ-Ticket Außenministerin. Werden Sie Harald Wilimski wählen bei der EU-Wahl? Ich glaube an das Wahlgeheimnis. Also nicht nur, ich praktiziere das Wahlgeheimnis. Das kann ich gut verstehen. Ja. Aber Sie sind Ministerin, ich bin Privatmensch. Aber trotzdem finde ich, wer was wählt, ist auch einem Minister vorbehalten, dass er das Wahlgeheimnis pflegt. Ich bin aber davon überzeugt, dass Ihre FPÖ-Ministerkollegen, wie zum Beispiel Heinz-Christian Strache oder auch Norbert Hofer oder Herbert Kickl in Brust und Überzeugung sagen werden, wenn Sie jetzt hier säßen würden bei uns, ja natürlich, Wilimski, wer sonst? Sie tun das offenbar nicht. Ja, Entschuldigung, es gibt das Wahlgeheimnis. Gut. Ja, und ich glaube, das ist jedem vorbehalten. Ich habe mich auch immer dagegen ausgesprochen, Wahlempfehlungen, egal in welche Richtung. Ich finde, das ist, da muss man einfach wirklich an das Wahlgeheimnis ganz, ganz fest, eben fest an dem festhalten. Ja, ja, danke schön. Bitte. Ich bin ein bisschen verwundert, aber... Nein, aber Entschuldigung, ich meine, für mich gilt das Wahlgeheimnis. Ja? Natürlich. Am Montag wird die rechtsnationalistische Allianz von Matteo Salvini sich zusammenfinden. Da ist mit dabei die Marine Le Pen, da ist dabei der Gerd Wilders, da ist dabei die Alternative für Deutschland, die AfD und die FPÖ. Gefallen Ihnen diese Allianzen? Gefällt Ihnen das? Unterstützen Sie das? Ich glaube, also das hat jetzt nicht mit Gefallen und Unterstützen so weiter zu tun. Ich glaube, Sie müssten... Ich bin zuständig für die österreichische Außenpolitik, für Integration, Auslandskultur, konsularische Fragen etc. Und das, was Parteien als Wahlbündnisse anstreben, das sind parteipolitische Entscheidungen. Und noch eine andere Geschichte, die gerade erst brandaktuell ist. Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat jetzt mit einer Enthüllung für Aufregung gesorgt. Und zwar belegen E-Mails, die aus dem Kreml stammen. Ich nehme an, aus Geheimdienstkreisen kommt der Spiegel an diese, dass Russland AfD-Politiker für den Informationskrieg instrumentalisiert. Und in der Spiegelgeschichte kommen übrigens auch FPÖ-Politiker vor, zum Beispiel der Herr Gudenus, der Vizebürgermeister von Wien. Und jetzt daher meine Frage, können Sie ausschließen als Außenministerin, dass der Kreml in Österreich Politiker aller Parteien, aber vielleicht auch speziell der FPÖ, instrumentalisiert, wie eben der Kreml das in Deutschland mit der AfD tut? Ich kenne dieses Papier auch nur aus dem Artikel, den Sie gerade zitieren. Und das, was ich in meinen außenpolitischen Kontakten mit der russischen Regierung behandle, ist Außenpolitik im Rahmen der österreichischen Interessen. Und genau darum geht's. Bleiben wir bei Russland. Der österreichische Bundespräsident Van der Bellen reist demnächst nach Russland ohne Sie. Nein, ich begleite. Sie sind dabei? Wunderbar. Ja, ich begleite dort, wo ich kann, den Bundespräsidenten. Ja. Jetzt wird Österreich von einigen europäischen Ländern, auch von den USA, manchmal ein zu enges Verhältnis, nahe Verhältnis zu Russland vorgeworfen. Auf Ihrer Hochzeit im Vorjahr hat Wladimir Putin mitgetanzt. War das rückblickend ein Fehler, sich da dem Vorwurf auszusetzen, man pflege zu Russland allzu intensive Kontakte? Die Berichterstattung über die Hochzeit war eines. Die Wahrnehmung durch einige Kollegen auch, durch Menschen der Bevölkerung war eine ganz andere. Also da unterscheide ich klar, wie das sozusagen kommentiert wurde, medial, und wie es dann letztendlich auch politisch sich auswirkt. Und das, was, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, ist, wenn man als österreichische Außenministerin auf Augenhöhe mit einem Sergej Lavrov sich 4 Stunden lang über einen weiten Tour d'Horizon zu außenpolitischen Themen unterhalten kann. Und ich habe bei meinem letzten Moskau-Besuch am 12. März auch einen außenpolitischen Gedankenaustausch mit Wladimir Putin geführt. Und das ist grundsätzlich, glaube ich, etwas ganz Nützliches, wenn man hier als österreichische Außenministerin in seinen Einschätzungen, Analysen ernst genommen wird. Jetzt ist für Sie als europäische Außenministerin Russland mehr ein guter Partner oder doch ein Konkurrent oder gar Gegner? Wie stehen Sie zu den
EU-Sanktionen gegen Russland, die auch vor allem von der FPÖ immer wieder kritisiert werden? Die EU-Sanktionen, wie Sie beobachten, über das die letzten eben eineinhalb Jahre, haben wir unisono im Gleichklang mit allen 27 EU-Partnern mitgetragen. Also sie wurden am 31.07.2014 erstmals beschlossen, seither verlängert. Wir haben da in keinem Moment ausgeschert. Warum? Weil wir einfach hier den Respekt für das Völkerrecht in den Vordergrund stellen. Und eine Annexion ist ein völkerrechtswidriges Verhalten. Bleiben wir bei Russland. Der amerikanische Präsident sagt ja, er hätte kein besonderes Verhältnis zu Russland. Wie sehen Sie denn derzeit das transatlantische Verhältnis zwischen Österreich, Europa und den USA in einer Zeit, wo der amerikanische Präsident über Twitter Politik macht und auch eigentlich ständig mit einem Handelskrieg droht? Also das transatlantische Verhältnis habe ich in den letzten Monaten auf eine sehr nützliche Ebene gehoben. Gemeinsam mit meinen Kollegen im Außenministerium und mit dem US State Department haben wir über die letzten Monate erstmals einen strategischen Dialog erarbeitet, den ich unter anderem mit Unterstaatssekretär Wes Mitchell vorbereitet habe, dann mit Pompeo am 13. Februar bei unserer Begegnung in Warschau auch auf Schiene gebracht habe. Das war eine vom zeitlichen Timing her eine ganz gute Situation, weil genau eine Woche später besuchte Bundeskanzler Kurz Washington. Das heißt, all das, was der Bundeskanzler und der US-Präsident dann Nägel mit Köpfen machen konnten in den bilateralen Beziehungen, hatten wir im Außenministerium entsprechend sowohl auf Beamtenebene als auch auf Außenministerebene entsprechend vorbereitet. Und das ist, wie gesagt, das allererste Mal, dass es einen derartigen strategischen Dialog gibt. Der geht in weite Bereiche hinein, auch dort, wo wir konvergieren, beispielsweise Südosteuropa, EU-Perspektive, Bekämpfung von Korruption, Förderung der Rechtsstaatlichkeit. Da haben wir in den USA einen Partner, der auch wiederum an unseren Einschätzungen interessiert ist. Also egal, ob ich jetzt mit dem russischen Präsidenten, mit dem russischen Außenminister oder mit meinen US-Kollegen mich unterhalte, man spürt in jedem Gespräch, erklären Sie uns das näher, wie ist da Ihr Blick? Und da ist das wird einfach mit Interesse, mit Aufmerksamkeit gewürdigt. Und ich glaube, da haben wir uns als österreichische Bundesregierung, und das gilt eben für den Kanzler, das gilt für die Außenministerin, das gilt für alle anderen Regierungsmitglieder gleichermaßen, eine Position geschaffen. Man wird ernst genommen und man wird um seine Meinung gefragt. Aber das heißt, Sie sehen die Rolle Österreichs im Gespräch im Verhältnis zu den USA nicht beschädigt, sondern im Gegenteil, dass wir eher sogar als Mitglied der Europäischen Union dort sehr gute Kontakte haben und was? Absolut. Also das Handelsvolumen ist eines. Ja. Die starke Investitionstätigkeit sowohl österreichischer Großfirmen in den USA wie auch Handelsaustausch, aber auch natürlich unsere Zusammenarbeit im Bereich, wie schon genannt, vor allem Südosteuropa und Korruptionsbekämpfung ist etwas, wo wir mit den USA ganz, ganz stark zusammenarbeiten. Ja, mein Thema ist jetzt die Terrorbekämpfung. Und da geht es darum, dass die Spur des rechtsradikalen Terroristen, der in einer Moschee in Christchurch in Neuseeland 50 Menschen ermordet hat, auch nach Österreich führt. Da hatte der Terrorist Kontakt zum Kopf der österreichischen Identitären, Martin Sellner. Und der Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Identitären vor kurzem widerlich genannt, also wörtlich. Und er pocht auch darauf, dass es da keinerlei Verbindungen der FPÖ, da gibt es ja einige oder gab es zumindest in der Vergangenheit einige, geben darf. Und die Kabinettsmitarbeiter dürfen auch auf keinen Fall hier für die Identitären aktiv sein. Wie stehen Sie zu diesen Aussagen des Herrn Bundeskanzler? Ich teile diese, weil natürlich wir, und das ist ja, ich glaube, da ist auch schon alles gesagt worden. Also wenn ich mir die Berichterstattung zu Linz gestern anschaue, zum einen, was Vizekanzler Heinz-Christian Strache dazu gesagt hat, ich würde sagen, damit ist wirklich alles gesagt worden. Der Bundeskanzler hat ja auch gestern Nachmittag finale Bewertung dieser Situation und auch der Aussagen des Vizekanzlers getan. Und das heißt, also finden Sie die Identitären auch widerlich, so wie Kurz? Die Identitären sind meines Erachtens eine Gruppierung, die sehr, sehr klar verstanden hat, bestimmte Themen zu ventilieren, zu antagonisieren, zu polarisieren die Gesellschaft. Und sie tun das mit
unter anderem mit Instrumenten, die mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar sind. Und widerlich, halten Sie das dann als korrekte Zuschreibung? Sie wissen, Journalisten, Worten, aber ist ja wichtig, nicht? Ja, aber Sebastian Kurz hat sie als widerlich bezeichnet. Wenn ich mir jetzt meine Diagnose erlauben darf, als Karin Kneißl, würde ich sagen, inakzeptabel. Ein Thema, wo die Identitären aktiv mitgemischt haben, war die Ablehnung des UN-Migrationspaktes. Österreich, auch Ihr Amt, Ihr Ministerium, hat diesen Pakt über Jahre mitverhandelt und eigentlich für gut befunden. Dann haben Sie selbst am Ende doch irgendwo umgeschwenkt. Hat Sie da der Vizekanzler Strache, der das ja auch nicht so ideal fand, zurückgepfiffen? Oder warum haben Sie Ihre Meinung am Ende doch geändert? Das, was ich aus dieser ganzen Prozedur rund um den Migrationspakt gelernt habe, und ich glaube, das ist das ganz Wesentliche, ist, dass man einen derartigen Text zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt ins Parlament hineinbringen muss. Also ich habe den Text das erste Mal wirklich studiert. Mitte Juli, 13. Juli wurde er sozusagen zugeschnürt in der Generalversammlung. Und vor dem Zeitpunkt hatte ich persönlich mit dem Text eigentlich wenig zu tun. Das hat sich auf Beamtenebene abgespielt. Daher mein Zugang zu dem Ganzen ist, derartige Texte, und da vielleicht nochmal einen Schwenk auch nochmals zu Brexit zu machen, das ist ja das riesige Dilemma der Theresa May. Sie hätte mit ihren Austrittsabkommen zu einem viel früheren Zeitpunkt die außenpolitischen Ausschüsse im Unterhaus beschäftigen müssen. Meine Konklusion aus dem Ganzen ist, eben auch wie bei einem Text wie beim Migrationspakt, der Punkte hat, mit denen wir uns identifizieren können, der aber auch Punkte hat, von denen die gesamte Regierung Abstand nimmt, weil sie auch mit dem Regierungsprogramm nicht übereinstimmen. Aber Frau Ministerin, der Text wurde ja unter der Ägide des heutigen Kanzlers Sebastian Kurz, damals Außenminister, von Top-Diplomaten, österreichischen Top-Diplomaten in New York verhandelt. Und ich nehme an, dass der dortige Botschafter bei den Vereinten Nationen nicht einfach tun kann, was er will, sondern er wird dort verhandeln, was ihm Sebastian Kurz die Leitlinien, genauso wie das jetzt Sie tun, aus Wien vorgibt. Und das macht er dann, nicht? Da glaube ich, überschätzen Sie oder sehen Sie ein bisschen falsch, wie die Arbeitsgruppen in New York funktionieren oder auch in Genf oder sonst wo. Ich war selbst als sehr junge Diplomatin, sowohl in New York als auch in Genf, in vielen Arbeitsgruppen, wo wir Texte verhandelt haben. Und da ist nicht jedes Mal die Leitlinie von der Regierungsspitze oder von der Ressortspitze drinnen. Da entsteht sehr vieles einfach in der Dynamik dieser Arbeitsgruppen. Also es sind nicht immer die Leitlinien. Und Sie können weder Sebastian Kurz noch mir jetzt sozusagen unterstellen, es hätte sozusagen hier Leitlinien gegeben, die genau in diese Richtung gehen. Ich habe gehört, vielleicht stimmt Sie, dass Sie selbst ja auch ursprünglich eben, wie gesagt, empfohlen hätten, dass Österreich hier mitgeht mit diesem Text und dass das erst wirklich, wie Sie auch gesagt haben, kurz vorher wurde dann offenbar die Linie. Es wurde, wie gesagt, ich habe Mitte des Sommers mit dem Text, so wie er am 13. Juli in New York zugeschnürt wurde, damals auch mit der Aussage des slowakischen Außenministers, das ist jetzt zugeschnürt, das machen wir nicht mehr auf, was ich persönlich auch nicht so gut finde, weil es haben sämtliche Delegationen, die damals in New York waren, haben Folgendes auch gesagt. Und da mache ich jetzt wieder einen Brückenschlag zurück zu Ihrer Anmerkung von vorhin. Sie haben gesagt, voilà, das ist jetzt das, was wir als Beamte hier ausgehandelt haben. Wir gehen jetzt mit diesem Text zu unseren Regierungen und die nehmen die politische Bewertung vor. Das heißt, die politische Bewertung ist ab Sommer, hat die erst erfolgen können, weil wir vorher eben diesen Text nicht im vollen Umfang gesehen haben. Und daher, ich darf noch einmal auf das zurückkommen, das, was ich aus dem Ganzen gelernt habe, und ich glaube, das gilt zu einem viel größeren Umfang noch für die Brexit-Problematik, ist, als Teil der Exekutive bin ich der Legislative Rede und Antwort schuldig und die Legislative hätte hier zu einem viel früheren Zeitpunkt eingebunden werden müssen und ihre Bewertung reinbringen, sodass wir eine politische Debatte im Parlament haben und nicht eine Debatte, die sich dann irgendwo abspielt, medial, sonst wo, sondern wirklich zwischen denen, die sich mit dem Thema vollberuflich auseinandersetzen. Aber was eben jetzt auch im Lichte der identitären Causa
man kann von einem identitären Skandal vielleicht sprechen, hier einiges sauer aufstößt, ist, dass tatsächlich auch eben den Identitären gelungen ist, ins Dokument hineinzuwirken, wenn man so will, vielleicht ihnen die Hand zu führen, in dem Sinne das planmäßige... Sorry, also da darf ich Ihnen hier und jetzt laut widersprechen, die Identitären haben mir nicht die Hand geführt. Ja, also das ist eine Unterstellung, die ich aufs Schärfste zurückreisen möchte, ja. Ich verstehe es, würde ich auch tun an Ihrer Stelle, aber die planmäßige Migration, die da vorkommt in der Übersetzung, das wurde umformuliert, weil eigentlich im Dokument, wenn man das heißt, dann kann man das übersetzen mit geregelter Migration, nicht? Wenn man den englischen Haupttext sich anschaut, und da würde ich doch sagen, warum findet sich bei uns in dem Entwurf, der dann vorgelegt wurde, aus Ihrem Haus, der trägt auch Ihre Unterschrift, da findet sich planmäßige Migration. Ich meine, vielleicht ist mein Englisch nicht gut genug, aber ich würde das nicht mit planmäßiger Migration übersetzen. Nicht? Das war doch ein Irrtum, das war doch ein Übersetzungsfehler. Und der findet sich interessanterweise auch bei Martin Sellner. Und das ist das, was vielen Experten hier sehr unangenehm aufstößt, noch dazu gerade jetzt. Wir hatten nur die Version in, soviel mir bekannt war, jetzt in Englisch und französischer Version. Und die Frage, wie man jetzt eben Regular Migration übersetzt, da hätte man sicherlich eben auch ein anderes Attribut finden können. Wie kam dieses Wort da in das Dokument, also planmäßig? Ich war nicht in allen Phasen jetzt. Das wurde letztendlich dann ausverhandelt. Aber Sie haben es unterschrieben. Ich weiß, dass ich es unterschrieben habe. Und ich habe mich auch mit dem Dokument auseinandergesetzt und ich habe auch einige Entwürfe verändert. Ich darf aber vielleicht auch noch Folgendes heranbringen. Ich habe mich mit dem Dokument auch, ich war damals gerade auf einer Dienstreise zwischen Nordafrika und woanders unterwegs, ich habe die Entwürfe gelesen, nächtens, und habe auch das eine und andere noch hineinreklamiert und verworfen auch. Ja? Also vielleicht, wenn ich darauf hinweisen darf, die Handschrift der Identitären, die Sie mir unterstellen, stimmt nicht, ja? Weil ich habe mir hier nicht meine Handschrift von irgendjemandem diktieren lassen. Ich versuche es einmal noch und auf dem... Und es war auch, es ist trägt nicht nur meine Handschrift, es war ein Ministerratsvortrag, der vom Bundeskanzleramt, dem Außenministerium und dem Vizekanzleramt, und ich glaube, es war sogar noch ein viertes Ressort dabei, weil es im Innenministerium, es war von Anbeginn eine interministerielle Materie. Also es hat das Außenministerium hat koordiniert, aber letztendlich sind Ministerienvertreter von all diesen Ressorts, vor allem eben über den Ausschuss der ständigen Vertreter, in Brüssel haben wir die EU-Position formuliert. Und das ist nicht ein Monopol des Außenministeriums. Ich versuche es einmal noch auf den Punkt zu bringen. Es ging um einen globalen Pakt für sichere, geordnete und geregelte Migration. Was hat Sie persönlich als Außenministerin denn an diesem Vertrag so gestört, dass man ihn abgelehnt oder zumindest nicht zugestimmt hat? Eine ganze Reihe von Punkten. Ich darf folgenden nennen. Der Text wird dominiert von Pflichten der Empfangsstaaten, von Rechten der Migranten. Und da hätte man schon einmal eine Balance finden können. Also das ist das eine. Das andere ist, um es ganz konkret festzumachen, weil wir auch hier in dieser Formation sitzen, die Notwendigkeit, Redaktionen, die positiv über Migration berichten, mit öffentlichen Pressemitteln zu fördern und Redaktionen, die das nicht tun, nicht zu fördern. Das ist etwas, was ich als eine Zensur betrachte und auch als jemand, der an einer sachlichen und unabhängigen Berichterstattung großes Interesse hat. Und ich habe es selbst auch gemerkt, als ich im September 2015 mich kritisch aussprach zu Thematik Migration, Grenzkontrollen, ja oder nein, ist es auch mir damals passiert, dass ich einfach in dem einen oder anderen Medium nicht mehr zu Wort kam. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel daran gelegen, dass man einfach eine sachliche Berichterstattung ermöglicht und nicht über einen wirtschaftlichen Druck wohlwollende Berichterstattung erzeugt. Nur um einen von mehreren Punkten zu nennen. Man müsste aber nur sagen, dass die weitaus überwiegende Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten diesem Pakt zugestimmt hat. Also es gibt ganz wenige Staaten, die abgelehnt haben. Österreich hat sich enthalten. Also wir sind nicht sozusagen hier im Konsens mit allen anderen UN-Mitgliedstaaten. Aber auch wenn ich darf vielleicht auch anführen, sehr, sehr viele Staaten haben seitenlange Votumserklärungen. Wir hatten eigentlich kein echtes Votum, sondern wir hatten also eine per Akklamationen. Das heißt, der technische Begriff Votumserklärung stimmt hier nicht ganz, aber sie haben seitenlange Erklärungen, Explanatory Notes, dazu geliefert, wo sie überall nicht einverstanden sind. Also Widersprüche haben sehr, sehr viele Delegationen aufgedeckt. Mhm.
bleiben wir bei der Migration. Die findet ja statt, ob es einen Pakt gibt oder nicht. Jetzt ist eine jener Regionen, wo sehr viele Flüchtlinge herkommen oder zumindest durchwandern, Nordafrika. Da gibt es derzeit vor allem in Libyen eine große Krise. Die anerkannte Regierung steht möglicherweise vor dem Fall. Gleichzeitig wären diese Länder dort genau die notwendigen Ansprechpartner, wo die Europäische Union ansetzen will, um die Flüchtlingsströme ein bisschen einzudämmen. Vielleicht dort auch so etwas wie Anlandeplattformen oder wie immer man diese Flüchtlingszentren dann dort nennen möchte. Wie realistisch ist es denn, dass die Europäische Union mit diesen doch sehr chaotischen Ländern in Nordafrika tatsächlich zu einem Vertrag, einer Vereinbarung kommt, mit der man die anhaltende Migrationskrise irgendwo eindämmt oder einer Lösung zuführen könnte? Migration bleibt uns erhalten aus sehr, sehr vielen Gründen. Die Demografie ist meines Erachtens der wesentliche Motor für Migrationsbewegungen, die anhalten werden. Zweitens auch niedriges Rohstoffpreisniveau. Ich denke in erster Linie auch an das relativ niedrige Ölpreisniveau. Nehmen wir als Beispiel aus Libyen, haben Sie weniger Libyer oder Marokkaner, die übersetzen Richtung Europa, wie wir das in den 80er Jahren hatten. Sie haben vor allem Menschen aus Südostasien, die beispielsweise noch bis vor einigen Jahren relativ gut, immer maßvoll in den Baustellen, Ölförderplattformen, im Golf beispielsweise Geld verdienten und einen wesentlichen Teil ihres Verdienstes als Remittances heimschickten. Die sind arbeitslos geworden teilweise und haben sich unter dem Titel von Scheineinladungen, Hoffnungen, man könnte vielleicht bei einer Scheinfirma, das wussten die ja nicht, von Libyen aus weiter starten, neu starten. Nicht unbedingt mit dem Aspekt, dann geht es nach Europa, sondern in Libyen arbeiten. Weil Libyen war ja auch vor der Zerstörung des Landes 2011 ein wesentlicher Arbeitgeber. Wir hatten Millionen von Arbeitsmigranten. Das heißt, die Kombination aus demografischer Entwicklung, niedrigem Rohstoffpreisniveau, das bedingt ein Fortdauern der Migration. Und hier geht es vor allem darum, auch in den Transitländern, in den Herkunftsländern Beratung zu machen und andere Möglichkeiten zu finden. Also ich hatte beispielsweise, weil Sie Libyen konkret ansprachen, mit meinem Außenministerkollegen zwei sehr tiefgehende Gespräche, wo mir von libyscher Seite her erklärt wurde, was alles die libysche Regierung im Verbund mit ihren südlichen Nachbarn macht, um dieses Transit Counseling zu machen. Das Gleiche gilt für die marokkanische Regierung, die Großartiges leistet, um Menschen zu erklären, Achtung, glaubt nicht an eine bestimmte Utopie, das wird sich nicht so erfüllen. Und diese Migrationsbewegungen zu stoppen, im Sinne von auch in den Herkunftsländern etwas zu ermöglichen, muss Hand in Hand gehen, und damit schließe ich auch schon, mit einer Umgestaltung unserer Handelspolitik. Ich bin nicht die Einzige, die das sagt, aber bei den zwei, drei Veranstaltungen, die wir während unseres EU-Vorsitzes hatten, vor allem Gestaltung der Finanzierungsinstrumente post-Cotonou, also Cotonou war eine Vereinbarung, wie geht man mit EZA Entwicklungszusammenarbeit um, habe ich gesagt, bitte bei all diesen Veranstaltungen einladen, Cecilia Malmström, die europäische Handelskommissarin. Ich kann das nicht nur im Kreis der EZA, der Entwicklungszusammenarbeit, machen. Ich kann das immer nur im Verbund auch mit dem europäischen Handel machen. Ja, und da unterstützen Sie zum Beispiel auch die Abschiebung jetzt von Menschen in Länder mit sehr fragwürdigen Menschenrechtssituationen oder eben auch nach einer Konfliktsituation. Wir haben gerade über Libyen jetzt wieder gesprochen. Da hat man geglaubt, vielleicht stabilisiert sich die Lage ein wenig. Im Moment sieht es gar nicht gut aus. Wie gehen wir damit um? Abschiebungen von negativ bescheiden, da haben wir, wie gesagt, wir haben Libyen, aus Libyen stammende haben wir nicht so viele. Also Abschiebungen Richtung Libyen sind meines Wissens nach nicht unser Hauptthema. Wir haben vor allem, wenn es um negative Asylbescheide geht, haben wir zum einen eben die zuerst schon mal also irgendwo in Europa angekommen sind, sprich, das kann einer unserer östlichen oder südlichen Nachbarn sein, oder aber natürlich vor allem aus Afghanistan. Und da darf ich daran erinnern, dass im Februar 2016 die Europäische Union gemeinsam mit der afghanischen Regierung ein sehr umfassendes Paket geschnürt hat, wo es darum geht, Aufbau von staatlichen Strukturen in Afghanistan,
im Tandem mit der Rückübernahme von Asylwerbern, ob die jetzt aus Schweden kommen. Schweden hat die höchste Zahl von afghanischen Asylwerbern genommen, aus Deutschland und Österreich. Das heißt, hier ist das ein gemeinsamer europäischer Ansatz, vor allem wenn es um Afghanistan geht. Und da geht es nicht nur jetzt um eine individuelle individuelle Abschiebung, sondern da geht es darum, dass man das Geld, das man einzahlt in dieses Budget, und auch den Menschen zu erklären, wenn Afghanistan eine Zukunft haben soll. Und da haben viele deutsche Politiker das Gleiche gesagt und da haben auch viele meiner Vorgänger darauf hingewiesen, dann müssen einfach auch die jungen Menschen in ihrem Land Aufbauarbeit leisten. Und glauben Sie, dass jetzt diese Wirren in Libyen dazu führen, dass da wieder sozusagen mehr Chaos dann auch dort entsteht und auch natürlich dann nach Europa überschwappt? Oder wie sehen Sie das? Ich glaube, es sind viel mehr als Wirren. Wir haben einen offenen Krieg in Libyen. Also als Wirren würde ich das nicht bezeichnen. Wir haben seit der Intervention, die Frankreich, Großbritannien und dann nolens volens auch die USA an Bord genommen haben. Ich erinnere, Präsident Obama hat in einem seiner letzten Interviews im Atlantic Monthly gesagt, to join the invasion against Libya, also da mitzumachen, war mein größter Fehler. Daher wurde Libyen zerstört mit dieser humanitären Intervention als solche, man sie es damals am 19. März auf Basis der UN-Sicherheitsratsresolution 1973 bezeichnete. Und damit ist die Zerstörung der libyschen Staatsstrukturen erfolgt. Was wir jetzt haben, ist eine der vielen Nachfolgewirkungen, eine der vielen Kriegsschauplätze. Es ist nicht der einzige. Und jetzt rein analytisch gesprochen, es ist ja interessant, dass General Haftar, der in den letzten 7 Jahren x-mal für tot erklärt wurde, von dem man sagt, er liegt im Sterben in einem Spital in Frankreich, offenbar recht fit, jetzt diesen Angriff startet. Also da sind wir wieder bei Fehleinschätzungen. Mhm. Und daher getraue ich mir, die ich nicht in Libyen in der letzten Woche war, keine Einschätzung. Gehen wir vielleicht weiter ein schönes Stück nach Osten. Der Kanzler Sebastian Kurz reist in wenigen Tagen nach China, wird in Peking an dem Seidenstraßenforum teilnehmen. Sie haben ein Buch geschrieben, 2017, über China, unter dem Titel Wachablöse auf den Weg in eine chinesische Weltordnung. In die pazifische Weltordnung, verzeihen Sie. Da waren Sie noch nicht Ministerin, man sollte vielleicht hinzufügen. Und da haben Sie geschrieben, es fehlt in Österreich an institutionellen Antworten auf die internationalen Herausforderungen infolge des Aufstiegs Chinas. Und ich habe jetzt meine Twitter-Follower und die der Wiener Zeitung gefragt, ja, schickt mir Fragen. Und eine davon war zum Beispiel vom Wissenschaftler Ralf Janik, ich glaube, Sie kennen ihn sogar. Und der hat geschrieben, ich soll Sie fragen, danke an meine Follower, dass Sie das eingeschickt haben. Was wurde aus dem Ziel, China zum außenpolitischen Schwerpunkt zu machen? Ich kann Ralf Janik, den ich auch zu einem Gespräch eingeladen habe, nicht deswegen, sondern zu einem anderen Thema, er hat sich noch nicht gemeldet, kann ich hier jetzt vor laufender Kamera Folgendes sagen. Es ist nicht nur China unser Schwerpunkt, wir haben einen asiatischen Schwerpunkt. Ja? Und das geht weit über die Volksrepublik China hinaus, dass sich viele Staaten jetzt in dieser Situation befinden, wirtschaftspolitisch sehr stark mit China verbunden zu sein, nehmen Sie Japan, wo ich letzte Woche war, aber sicherheitspolitisch sehr eng mit den USA verbunden sind, da ergeben sich viele Dilemmata für diese Staaten in der Region. Wenn ich sage, Asien ist ein Schwerpunkt für uns, dann geht das weit über China hinaus. Dann behandle ich genauso auch die kleineren Staaten wie Bangladesch, wie Nepal, wie Indien, wo ich zuletzt war. Und es geht ja nicht nur darum, jetzt auf China eine Antwort zu finden, sondern das reiht sich in einen Asien-Schwerpunkt größerer Natur. Sie sagen, wir haben einen Asien-Schwerpunkt und meinen Österreich. Ja. Ist das nicht genau der Grund, warum es der Europäischen Union so oft nicht gelingt, eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik zu machen? Ist es genau unsere Regierung, die diese Bestrebungen, dass Europa mit einer Stimme spricht, manchmal auch hintertreibt, indem man selber natürlich auch versucht, Positionen abzustecken und besonders gute Beziehungen herzustellen. Nur es findet nicht in einem europäischen Gleichklang statt. Also unsere Asien-Strategie, unser Asien-Schwerpunkt reiht sich in weiten Teilen in die Asien-Strategie, in die China-Strategie, die von der Europäischen Kommission erarbeitet wurde. Also das, was der EAD, der Europäische Auswärtige Dienst, hier erarbeitet hat und was wir auch in unseren Ratschlussfolgerungen auf den diversen Räten, so zuletzt beim vorletzten Rat, beschlossen haben, geht genau in diese Richtung. Aber ich darf vielleicht hier eines noch einmal feststellen. Österreich hat sich
ganz klar dafür ausgesprochen, auf Augenhöhe. Also nicht im Sinne einer Vereinnahmung, die durch bestimmte Memoranden vielleicht erfolgen könnten, sondern wir haben gesagt, wir schreiben ein Dokument, das stellen wir uns auf unsere wechselseitigen Websites, aber wir haben kein großes Memorandum of Understanding unterschrieben. Und die Tatsache, dass Italien als erster G7-Staat vor 10 Tagen ein solches Memorandum of Understanding, wo ursprünglich 50 große Firmen, schlussendlich dann aber auf verschiedensten Druck nur mehr 28 drinnen sind, das bringt meines Erachtens schon einiges ein bisschen in eine Unruhe hinein. Das hat Österreich nicht getan. Also ich sehe hier die gesamte österreichische Bundesregierung sehr wohl in einer absoluten Konvergenz mit dem, was wir mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst und auch mit Federica Mogherini und mit vielen anderen Proponenten, das ist ja nicht ein Thema, das jetzt nur die auswärtige Politik anbelangt, tun. Aber das heißt, diese Extrawürstel, wenn man so nennen, wie es die Italiener gerade gemacht haben mit den Chinesen, nämlich Milliardenverträge einmal auf Schiene zu bringen, das lehnen Sie ab und das wird Österreich nicht tun. Wir haben kein solches und auch vielleicht noch als Anmerkung am Schluss. Es gibt das 16+1 Format, in dem sowohl EU-Staaten als auch EU-Beitrittswerber, wie beispielsweise Montenegro, dabei sind. Wir haben davon Abstand genommen. In meinem Hause wurde ganz klar festgestellt, bereits vor 2,5, 3 Jahren, als dieses 16+1 Format hochkam und wir auch immer wieder von chinesischer Seite regelmäßig gefragt wurden, ja, wollen Sie da nicht mitmachen? Wir haben gesagt, wir beobachten das auf Botschafterebene bei den diversen Gipfeln, aber wir nehmen Abstand, dabei zu sein. Und nicht umsonst wird 16+1 auf Chinesisch in China 1+16 genannt, weil sich die Chinesen einfach leichter tun, 16 sozusagen hier unter eine Haube zu bekommen. Aber es ist natürlich auch für Österreich eine Balance. Wir haben Interesse an der Breitspurbahn, die vielleicht eines Tages von Wien bis nach Shanghai führen könnte. Wir haben Interesse an Ausbau des Hafens in Triest, wo China in die Vorlage geht, wo die ÖBB profitieren würde davon. Natürlich, österreichische Firmen sind sehr erfolgreich in China und chinesische Firmen wiederum investieren in Österreich. Also natürlich, wir müssen und wollen auch mit China sozusagen partnerschaftlich zusammenarbeiten. Nicht? Aber jetzt haben wir gerade das gehört, das ist natürlich die Kunst der Diplomatie und auch die Kunst natürlich der Wirtschaftsdiplomatie, hier eine Balance zu finden. Wo würden, Sie haben schon gesagt, ich höre raus, vorsichtiges Agieren, nicht sofort immer zu sagen, okay, wir springen, sobald jemand in Peking auf den Knopf drückt. Wie macht man das erfolgreich aus Ihrer Sicht, dass man sozusagen hier sich gut, ja, mit aufrechtem Gang, so wie Sie sagen, wir wollen zusammenarbeiten, aber wir wollen uns auch nichts diktieren lassen. Ja, indem man mit einer Portion Selbstbewusstsein in diese Verhandlungen hineingeht. Und das wurde sehr klar, auch bei unserem Besuch unter der Leitung des Bundespräsidenten, dass wir, wie gesagt, mehrfach avancen. Ja? Ich habe es immer wieder gehört, dann wollen Sie nicht mitmachen beim 16+1, sondern wir haben einfach bestimmte Gründe und wir haben sie vorgebracht. Und nichtsdestotrotz haben wir mit der Volksrepublik China sehr gute Beziehungen und egal, ob das jetzt im Bereich der Wirtschaft ist, aber was in China auch stark wahrgenommen wird, natürlich unsere Kulturdiplomatie. Wir sind keine große Wirtschaftsmacht, aber wir sind eine Mini-Superpower, wenn es um Kultur geht, wie ich immer wieder gerne sage. Und das wirkt gerade in China. Also man kann mit einer Portion Selbstbewusstsein und mit dem Bestehen auf Fairness der Regeln ganz klar sein. Und der Bundespräsident hat am Boao-Forum, das ist das asiatische Davos, wo wir letztes Jahr waren, wo er der erste Redner gleich nach Staatspräsident Xi Jinping war, auch ganz klar auf diese Notwendigkeit der Fairness hingewiesen. Also wir brauchen gleiche Investitionsbedingungen und was genauso greift, wir müssen einfach darauf achten, dass arbeitsrechtliche, umweltrechtliche Standards bei Projekten, die chinesische Staatskonzerne beispielsweise in Südosteuropa gewinnen durch bestimmte Ausschreibungen, wo sie oftmals ihre Ausschreibung, also ihre eigenen Angebotspreise dann noch einmal unterbieten, dass hier einfach Standards eingehalten werden. Und werde ich nicht müde, darauf hinzuweisen und sehe, und das Wort stammt jetzt nicht nur von mir, wird auch von vielen anderen europäischen Politikern verwendet, eine Naivität, ein Falschkalkulieren. Die Zinssätze eines chinesischen Anbieters mögen vielleicht in den ersten 2 Jahren attraktiv sein, aber all along sind sie nicht mehr attraktiv. Und hinzu kommt ja auch, wir haben chinesische Staatskonzerne, die gehören dem chinesischen Staat. Wenn die nun das Eigentum an einem
an einem Projekt erwerben oder Kreditnehmer nicht mehr seinen Kredit zurückzahlen kann, die sogenannte Schuldenfalle, dann erinnert mich das ein klein wenig, und das habe ich in dem von Ihnen zitierten Buch meinerseits auch schon 2017 festgestellt. Ich habe gesagt, dann erinnert das ein wenig an die East India Trade Company. Die haben in privatrechtlichen Transaktionen Terra erworben, aber mit der Absicht, daraus Territorium zu machen. Ein Felsen namens Hongkong war ein solches Objekt. Daraus wurde eine britische Enklave auf dem chinesischen Staatsgebiet. Und derartige Entwicklungen möchte ich in Südosteuropa oder andernorts in Europa eigentlich nicht beobachten. Und genauso geht es mir in diesem Zusammenhang auch ganz klar um eine Multilateralisierung, um eine Stärkung des Euro. Mit meinem deutschen Kollegen Bundesaußenminister Heiko Maas habe ich dazu schon mal ein kurzes Gespräch geführt, das wollen wir noch ausbauen. Aber den Euro als eine Reservewährung, die es dann erlauben könnte, dass man beispielsweise bei den nächsten Sanktionsrunden, egal ob die jetzt gegen den Iran gehen oder wo auch immer, dass man europäischen Unternehmen ermöglicht, trotzdem zu wirtschaften, da müssten wir den Euro stärken. Wenn wir aber jetzt sehen, dass in dieser ganzen China-Euphorie einiger Staaten auch Finanzplätze für beispielsweise den Rohstoffhandel in Renminbi, der chinesischen Währung, geöffnet werden, dann konterkariert das ein wenig die Absichten, die wir an sich in Europa verfolgen sollten. Weil Außenpolitik zu machen, können Sie nicht ohne den ökonomischen Unterbau, wenn ich das so sagen darf, der unter anderem die Finanzierungsinstrumente sind. China finanziert gerade sehr fleißig am Westbalkan. Das ist eine Region, die Österreich aus verschiedensten, auch historischen Gründen, sehr am Herzen liegt. Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft hat sich da sehr bemüht um eine Heranführung dieser Länder. Sehen Sie in der Region des ehemaligen Jugoslawiens Länder, die in absehbarer Zeit tatsächlich der Europäischen Union beitreten könnten? Also ich selbst habe während unseres EU-Vorsitzes Verhandlungsrunden geleitet, zum einen mit Montenegro, zum anderen mit Serbien. Die mit Montenegro sind schon sehr weit gediehen, die mit Serbien sind nicht so weit gediehen, aber die europäische Perspektive, sagen wir es einmal so, da können Sie jetzt den Beitritt reinpacken, da können Sie eine Annäherung hineinstellen, die ist etwas, wo die Staaten der Region sehr, sehr viel geleistet haben. Die Reformschritte in einigen sind bemerkenswert, überholen teilweise die schon anderer. Aber das Problem sehe ich vor allem in der tiefsitzenden Skepsis, die ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann, aber wo ich versuche sozusagen mit der Überredungskunst das zu ändern, in nordwestlichen Europa. Ich habe im letzten Jahr, also das war schon im Frühjahr 2018, ein Jahr vor den Europawahlen festgestellt, dass sie unter EU-Partnern im nordwestlichen Europas, ich darf die Niederlande nennen, ich darf Frankreich hier nennen, eine tiefsitzende Skepsis hat. Wenn ich mit meinen französischen Kollegen spreche, dann sage ich, ihr wart diejenigen, Mitterrand, ich habe damals in Frankreich studiert, 80er Jahre, die gesagt haben, Spanien, Griechenland, Portugal müssen wir aus geopolitischen Überlegungen in die europäischen Gemeinschaften holen. Ansonsten riskieren wir, dass diese noch relativ fragilen Demokratien zurückfallen in eben die Juntas, die vorher da waren. Da gab es Widerstand aus den sechs Gründungsstaaten, die sehr, sehr vorsichtig waren. Die wollten eher unter sich bleiben. Gut begründet, sehr kohärente Wirtschaft, sehr kohärente gesellschaftspolitische Situation. Aber die Mittelmeerdimension war beispielsweise einem François Mitterrand ein wesentliches Anliegen. Und Frankreich hat hier einfach immer geopolitisch gedacht. Und ich glaube, es wäre auch jetzt an der Zeit, dass wir Südosteuropa, ich sage einfach immer lieber Südosteuropa als Westbalkan, das ist ein Kunstbegriff, den die Kommission vor 20 Jahren geschaffen hat. Aber wenn ich sage Südosteuropa, dann wird einfach auch deutlich, Belgrad, Sarajevo, Skopje, das sind europäische Städte. Wenn man einmal in die Nationalgalerie von Belgrad hineingegangen ist oder in das Museum moderner Kunst, das vor einem Jahr wieder eröffnet wird, dann sieht man, da hat der Impressionismus, der Expressionismus genauso stattgefunden. Die Philharmonie von Sarajevo, das ist europäisches Kulturerbe. Das heißt, diese unmittelbare Nachbarschaft, der wir natürlich historisch, gesellschaftlich ganz anders verbunden sind als jetzt unsere Partner im Baltikum oder in Nordwesteuropa. Alles nachvollziehbar. Die Geografie prägt, ja, und da ist einfach unsere Verquickung eine andere. Aber diese Region darf nicht sich selbst und nicht zum überlassen werden und nicht zum Vakuum, wo dann viele andere Akteure und in meinen Augen in allererster Linie die Volksrepublik China Fakten schafft.
Sie sind nicht nur für die Integration des Balkans, Sie sind in Österreich für die Integration zuständig als Ministerin. Jetzt wirft Ihnen die Opposition und auch viele Hilfsorganisationen vor, diese Regierung würde eher Desintegration betreiben. Es gäbe zu wenig Geld für Sprachkurse, keine Arbeit für Asylwerber. Da läuft aus Sicht der Hilfsorganisationen alles schief. Nein. Also vielleicht haben Sie die letzten Postings einiger Organisationen verfolgt, die ich besucht habe. Kleines Beispiel, die Lerncafés. Ja? Die sind uns ein großes Anliegen. Da haben wir im Gegenteil, wir haben erhöht unsere Mittel, weil das sind 1000 Kinder auf einer Warteliste. Und ich habe mich letzte Woche mit einigen der Kinder unterhalten. Und es ist sehr schwierig, wenn Kinder am Nachmittag niemanden haben, egal jetzt welchen Hintergrund die Kinder sind, der ihnen bei Lernschwierigkeiten zur Seite steht, der mit ihnen die Hausaufgaben macht, der alleinerziehende Mütter vielleicht auch da und dort unterstützt. Und das, was hier in den Lerncafés aufgebaut wurde, ist meines Erachtens eine sehr, sehr unterstützenswerte Tätigkeit. Daher das nur als ein kleines Beispiel. In meinem Ressort, und ich darf vielleicht hier auch noch kurz anmerken, Integration ist eine Querschnittsmaterie. Ja? Da ist das Bildungsministerium, das Innenministerium, das Sozialministerium, das geht bis hinein in Verteidigung, wir sind alle gleichermaßen gefordert. Ich bin im Außenministerium BMI, das I, das ursprünglich für international stand, wurde dann vor einigen Jahren zur Integration. Ich bin zuständig für die Asylberechtigten, nicht für die Asylwerber. Und für die Asylberechtigten haben wir auf keiner Ebene die Sprachkurse gekürzt. Im Gegenteil, ich habe bei den Kursen auch danach getrachtet, dass wir die stärker ausdifferenzieren. Ich habe mir viele der Wertekurse angehört, dort auch mitdiskutiert mit den Kursteilnehmern. Und sie haben Menschen von so unterschiedlichen Milieu, gesellschaftlichen Hintergrund etc., das müssen sie besser austarieren. Und ich habe auch gleich bei Amtsübernahme gesagt, Frauen als Motor der Integration gehören gefördert und daher auch spezifische Frauenkurse eingeführt. Also ich weiß, dass diese Kritik besteht, sie kommt und geht. Ich hatte die Integrationslandesräte bei mir mehrfach und habe gebeten, sagt mir, wo wir besser werden können. Wo sind Forderungen, die wir gemeinsam umsetzen können? Ich habe auch bei meinen Bundesländernbesuchen treffe ich dann noch einmal die Landesintegrationsräte extra und möchte von Ihnen wissen, was sind die Vorschläge? Auch, also da ist wirklich jeder willkommen und ich hatte bei meinen Gesprächen an sich mit den Landesintegrationsräten, ich weiß jetzt nicht, ob dieser Vorwurf, Sie haben gesagt, die Gesamtopposition, aber ich glaube, es kommt vor allem von einer Person und nicht jetzt von der Gesamtopposition, aber mit der Gesamtopposition habe ich da einfach ein gutes Gespräch und wie gesagt, wir arbeiten da zusammen, weil Integration ist nicht etwas, was jetzt nur nicht nur einem Ministerium nicht die Monopolstellung hat, sondern es geht um eine gesamtstaatliche, eine gesamte gesellschaftspolitische Anstrengung. Sie haben von den jungen Menschen gesprochen. Sie waren im Lerncafé, glaube ich, haben dort auch Landau getroffen, wie Sie gerade erzählt haben. Und ich bleibe bei den jungen Leuten. Und wie wir wissen, viele Schülerinnen und Schüler gehen im Moment jeden Freitag für den Klimaschutz auf die Straße. Und jetzt ist meine Frage an Sie, wenn Sie heute 16 Jahre alt wären, so wie dieser Klimaaktivistin Greta Thunberg, würden Sie eigentlich am Freitag da am Heldenplatz stehen und demonstrieren fürs Klima? Ich bin selbst demonstrieren gegangen als Schülerin, aber am Samstag. Also vielleicht war das auch damals so, dass die zum Beispiel NATO-Doppelbeschluss, da bin ich die Marie-Hilfer-Straße runtertransportiert mitgegangen. Das war zufälligerweise ein Samstag. Wir hatten damals Samstagvormittags noch Schule, aber Samstagnachmittag konnten wir demonstrieren gehen. Und ich habe selber auch Demos organisiert, aber ich habe die immer auf Samstag gesetzt, weil dann können einfach möglichst viele Leute, die im Arbeits-, im Schul-, im Studienleben stehen, mitgehen. Und der FPÖ-Vizekanzler und FPÖ-Obmann Strache hat mit dem Standard mal gesagt, so, naja, ob der menschengemachte Klimawandel wirklich existiert, das hält er für nicht erwiesen an. Und da stellt er sich natürlich gegen die Erkenntnisse der Klimaforscher. Wie ist das bei Ihnen? Also Klimawandel, menschengemachter? Findet statt. Also ich habe das in meinem Buch Der Energiepoker 2006 auch entsprechend ausgeführt. Ich habe dazu viele Vorträge, viele Lehrveranstaltungen gehalten. Und natürlich hatten wir immer wieder im Rahmen der
Erdgeschichte, wenn man das so sehen will, Veränderungen. Goethe beschreibt es Anfang des 19. Jahrhunderts, der Vulkanausbruch, ich glaube, es war damals Indonesien, dann später auch ein isländischer Vulkan, die haben sozusagen für einen Ascheregen gesorgt, der dann, ich glaube, es war im Sommer 1811 oder so, eine große Missernte über Europa brachte, was interessante Autoren dann wiederum auch in Verbindung bringen mit den politischen Revolten dieser Zeit. Also das ist das eine, aber ich selbst habe immer wieder klar dargelegt, man-made climate change findet statt. Mir ist eine kleine Sache, bitte um Verzeihung, sonst ist das nicht meine Art, nochmals zurückkehren zu seiner Frage, aber ich möchte das vielleicht, wenn zur Integration nichts mehr kommen sollte, noch eines kurz festhalten. Wir haben die Integration Landesräte, mit denen ich in Kontakt bin und in Gedankenaustausch. Und nachdem Integration auf so vielen Ebenen stattfindet und wenn sie auf Gemeindeebene gelingt, dann gelingt sie auch auf Landesebene, bin ich dabei in meinem Ressort, etwas zu erarbeiten, was beispielsweise in Richtung Integrationsgemeinderäte anbelangt. Also wir haben die EU-Gemeinderäte, die sich als sehr erfolgreich erwiesen haben, die wir auch im Außenministerium regelmäßig zum Gedankenaustausch empfangen. Und ich könnte mir vorstellen, nachdem alles auf der Gemeindeebene anfängt, ich selbst war in einem Gemeinderat tätig und ich weiß, wie stark die Möglichkeit im Vereinsleben in einer Gemeinde mitwirkt, egal ob es jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr oder beim Fußballverein sind. Und ich habe selbst viele Sportfesteln organisiert. Und wenn dort dann dieser Austausch stattfindet, dann können Sie Integration gelingen lassen. Das ist, wie gesagt, nicht eine alleinige Kompetenz der Integrationsministerin und Außenministerin etc., sondern das ist eine Kompetenz, die wir sehr, sehr weit streuen und wo, wenn wir es ernst meinen, und ich meine es sehr ernst, sie gelingen lassen können, auch auf Gemeindeebene. Eine letzte kurze Frage, bitte auch um kurze Antwort zum Koalitionsklima. Da hat es zuletzt ordentlich gekracht, eben auch wegen der Diskussion um die Identitären. Auf einer Schulnotenskala von 1 bis 5, wie würden Sie derzeit so das Koalitionsklima zwischen ÖVP und FPÖ beurteilen? Ich würde sagen, ab Montag wieder 2. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns zu Gast waren in der Pressestunde. Danke auch Thomas Seifert für deine Fragen. Wir sind am Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Bei uns geht's jetzt hier in ORF 2 gleich weiter mit Patricia Pawlitzki und dem Parlamentsmagazin Hohes Haus. Wir berichten über das Ökostromgesetz und die Copyright-Richtlinie. Studiogast dazu ist Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Am Abend fragt dann Claudia Reiterer in der Ist der Koalitionsfriede in Gefahr? Wie steht es um den rechten Rand? Und die Politik. Im Zentrum diskutieren Andreas Kohl, der frühere Nationalratspräsident der ÖVP, und Andreas Mölzer, ein streitbarer Publizist und FPÖ-Kenner. Im Zentrum ab 22.10 Uhr in ORF 2, gleich nach der ZIB 2 am Sonntag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.